das erste Mal, als ich ins Lehmann gekommen bin, das war ziemlich genau um diese Zeit jetzt, vor 2 Jahren, im Februar 2011, da wusste ich eigentlich gar nicht, was mich erwartet. Ich wusste halt nur, dass die Leute, die das machen, ziemlich cool sind, dass die jetzt da einen neuen Club machen, dass das wohl eine ziemlich geile Location sein soll. Ein Jahr vor der CLL Residency war das, aber da habe ich damals auch schon mit Chris und Brian und Monolog gespielt. Dann sind wir da hingekommen zum Soundcheck und dann habe ich mich da schon mal gleich gefreut, weil da halt so ein riesen DJ-Pult ist und der Laden halt irgendwie total niedrig ist. Direkt vor dir hast du den Dancefloor, der Sound war Bombe und das war halt gleich so ein bleibender erster Eindruck auf jeden Fall. Und die Party, die dann danach kam, die stand dem auch in nichts nach. Da kommen halt viele Sachen zusammen. Zum einen ist die Location perfekt, der Sound passt super, du hast ein großes Einzugsgebiet da und die Leute, die dahinter stehen, das sind halt auch alles total coole Leute, die viel mit der Szene zu tun haben. Und ich denke, dass genau zusammen mit den Leuten, die da hingehen und die wirklich jedes Mal frenetisch feiern, das macht halt so diesen speziellen Vibe vom Lehmann aus und macht ihn auch für mich definitiv zu einem der besten Clubs auf der ganzen Welt. A feeling in my bones says I have to own you. Mal nebenan war ich ja zu Halloween zusammen mit Pampot, da hat er auch die Rebecca gespielt. Und wer mich da verpasst hat, der kann mich auf jeden Fall wieder am 26.01. dort hören und sehen, zusammen mit dem Tommy47 und dem Terence Fixman, der Geburtstag zu unserer einjährigen Residency von CLR.